Hi, wir wollen das beste Kondom der Welt herstellen. Aber was macht Einhornkondome so besonders? 500 Geschmacksrichtungen. 100% wasserdicht. 100% Orgasmusgarantie. 9000 Größen. Oder maßgeschneidert. Ökologisch korrekte Verpackung. Für Einhorn ein Muss. Mein Lieblingsgeschmack? Einhorn Single Malt on the rocks. Warum wir Experten für Kondome sind? Wir haben ein Buch darüber gelesen. Jetzt mal ehrlich. Wer glaubt denn noch den ganzen Werbequatsch? In Wirklichkeit sieht es doch so aus. Kondome kaufen ist einfach peinlich. Ihr kennt das alle. Man ist im Supermarkt und findet sie irgendwo zwischen Binden, Tampons, Windeln und Schwangerschaftstests. Very sexy. Deshalb wollen wir Einhornkondome anonym und einfach im Internet anbieten. Kondome sind teuer. Verdammt teuer. Kondome kosten in der Herstellung unter 10 Cent, werden aber in Deutschland für bis zu 2 Euro das Stück verkauft. Was soll das? Einhorn fühlt sich verantwortlich. Und deshalb werden wir 50% der Profite in gemeinnützige Projekte investieren. Zum Beispiel Sexualaufklärung für Jugendliche. Kondome sind ein Lustkiller. Allein das Öffnen der Verpackung nervt einfach. Einhorns Ziel ist es, Kondome nutzerfreundlich, ökologisch und sexy zu verpacken. Aber vor allem der Inhalt zählt. Unsere Kondome sind von Profis designt und beschränken sich auf die wichtigsten Features. Okay, check. Das ist die Pflicht. Aber wir wollen mit euch die Kühe. Geht es überhaupt? Wir sind für euch an die Quelle gereist. Malaysia ist einer der größten Naturkautschukproduzenten der Welt. Kuala Kitil im Norden des Landes ist außerdem die Wahlheimat des Kondom-Urgesteins Klaus Richter. In der Fabrik von Richter Rubber werden pro Jahr 500.000 Kondome hergestellt. Hier wird demnächst das erste Einhornkondom Sustainable vom Band rollen. Weil Klaus gerne alles unter Kontrolle hat, baut er die Maschinen selbst nach deutschen Standards. Das bedeutet, Sicherheit steht an erster Stelle. Alle Kondome werden einzeln getestet. Gar nicht so einfach, wie es aussieht. In Klaus haben wir einen echten Geistesbruder gefunden. Er ist einer der wenigen Kondomhersteller, dem Natur und Nachhaltigkeit nicht nur auf dem Papier wichtig sind. Das ist die Frage, wie die nächsten Generationen weiterleben können. Und das geht eben nur mit Nachhaltigkeit. Und das auf die Produktion zu übertragen von Latex, ich denke, das ist möglich. Doch woher kommt eigentlich die Latexmilch? Zum Beispiel von einer Kautschukplantage wie dieser. Also Waldemar zapft jetzt das erste eigene Latex. Das ist ganz schön schwierig anscheinend. Und wenn man zu tief schneidet, dann verletzt man den Baum nur. Moin, da kommt keine Milch raus, Philipp. Aus dieser Milch werden also Kondome hergestellt. Das wollen wir ändern. Und dazu brauchen wir euch. Mit eurer Kaufentscheidung können wir eine Kautschuk-Kooperative in Malaysia gründen, die Bauern fair entlohnen und gemeinsam mit einer deutschen Uni nachhaltigen Kautschukanbau in der Region etablieren. Keine Chance für Greenwashing. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist wie gewohnt Sex haben. Gerne auch ein bisschen mehr. Natürlich mit Einhornkondomen. Kauft jetzt euren 100 Gramm Jahresvorrat oder spendet für eine gute Sache. Glaubt ihr an Einhörner? Dann geht mit uns auf Einhornfang. Woohoo!